Die aus unserer DNA gebildeten Proteine in unserem Körper sind für die Aufnahme, Verteilung, den Stoffwechsel und die Ausscheidung von Medikamenten verantwortlich. Da wir alle unsere eigenen Gene haben, sind wir alle genetisch unterschiedlich und daher unterscheidet sich unser Körper auch in der Art und Weise, wie wir auf Medikamente reagieren. Faktor 5 ist ein Protein und Teil der Gerinnungskaskade, dem Prozess, der Blutgerinnsel erzeugt und auflöst. Das Protein zirkuliert in inaktiver Form im Blutkreislauf, bis das Gerinnungssystem durch eine Verletzung, die die Blutgefäße schädigt, aktiviert wird. Als Reaktion auf eine Verletzung wird Faktor 5 aktiviert. Nach der Aktivierung von Faktor 5 interagiert dieser Faktor 5 mit Faktor 10 und aktiviert ihn. Die aktiven Formen dieser beiden Gerinnungsfaktoren bilden einen Komplex, der das wichtige Gerinnungsprotein Prothrombin, auch Faktor 2 genannt, in das aktive Thrombin umwandelt. Durch die Aktivierung von F2 können einige weitere Umwandlungen stattfinden, was zur Bildung von Blutgerinnseln und zur Reparatur von Schäden führt. Dieser Gerinnungsfaktor 5 ist ein sehr cleverer Gerinnungsfaktor, denn er weiß, dass zu viel Faktor 5 nicht gut für den Körper ist. Schließlich würden zu viele Blutgerinnsel entstehen. Deshalb verfügt es über eine eingebaute Abschaltfunktion. Durch die Zusammenarbeit mit dem aktivierten Protein C, APC, inaktiviert es sich selbst, weil APC es an bestimmten Stellen zerschneidet. Diese Inaktivierung verlangsamt den Gerinnungsprozess und verhindert, dass Gerinnsel zu groß werden. Die seltene Variante von Faktor 5 Leiden beeinflusst diesen Teil des Prozesses. Der Mechanismus, der dazu führt, dass die Bildung von Blutgerinnseln abgeschaltet wird, ist deutlich weniger effektiv und alle Gerinnungsfaktoren bleiben weiterhin aktiv, was die Bildung eines Blutgerinnsels weiterhin fördert und das Risiko für die Entwicklung eines abnormalen Blutgerinnsels erhöht. Die Faktor 5 Leiden-Mutation ist eine Veränderung in ihrer DNA, die an einer dieser drei Stellen kodierte Aminosäure verändert. Aktiviertes Protein C kann diese mutierte Version von Faktor 5 nicht effizient spalten. Daher gilt Faktor 5 Leiden als resistent gegen aktiviertes Protein C, wodurch alle Gerinnungsfaktoren aktiv bleiben, was weiterhin die Bildung eines Blutgerinnsels fördert und das Risiko der Entwicklung eines abnormalen Blutgerinnsels erhöht.